Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 62, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du auch dann für uns da bist, wenn es in unserem Leben viel Widerstand und Schwierigkeiten gibt. Sprich du auch jetzt durch dein Wort zu uns, das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind gerade in 2. In Mose, Kapitel 1. Und der Pharao von Ägypten bedrängt die Israeliten und spricht gerade mit den Hebammen, die sich geweigert haben, die israelitischen erstgeborenen Söhne, die Söhne zu töten. In Vers 20 geht es weiter: Und Gott segnete die Hebammen, das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Der Gebot der Pharao seinen ganzen Volk und sprach: Werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Das erinnert so ein bisschen an die Geschichte, die viele Jahrhunderte später mit Herodes stattfand in den Evangelien zur Zeit, als Jesus geboren worden ist. Und ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilf vor und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Dieses Kästchen ist im Hebräischen verwandt mit der Arche. Das erinnert uns an die Geschichte von Noah. Der zur Zeit der Sinnflut durch Gottes Gnade und aufgrund seines Glaubens bewahrt worden ist. Und solch ein Glaubensheld wie Noah, der steht jetzt hier auch im Fokus. Aber seine Schwester, <laughs> aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden, und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sahen, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kind stillt. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Da ging die Jungfrau hin und rief, die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir, ich will dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao. Und es wurde ihr Sohn und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Die Mutter von Mose. Ihr Name wird später in der Bibel noch genannt. Jochebed gehört zu den bemerkenswertesten Menschen der ganzen Bibel. Sie hatte nur einige Jahre Zeit und hat in diesen einigen Jahren einen der bemerkenswertesten Menschen geformt, der je gelebt hat, einer der größten Generäle und Dichter, Poeten, Historiker, aber vor allem einen Mann, durch den Gott mächtig wirken konnte, wie kaum durch jemand anderen sonst. Diese Mutter zeigt, was eine echte, gottesfürchtige Erziehung bewirken kann. Wir können von ihr lernen, welche Resultate es zeitigt, wenn Eltern sich ganz darauf konzentrieren, ihre Kinder in der Furcht Gottes zu erziehen. Es geschah aber zu der Zeit, als Mose erwachsen geworden war, da ging er hinaus zu seinen Brüdern und sah ihre Lasten. Und er sah, dass ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Brüder. Da schaute er sich nach allen Seiten um. Und als er sah, dass kein Mensch anwesend war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Wie oft denken wir, dass wir mit Sünden vielleicht durchkommen, weil uns ja niemand gesehen hat. Am zweiten Tag ging er auch hinaus und siehe, zwei hebräische Männer stritten miteinander und er sprach zu dem Schuldigen: Warum schlägst du deinen Nächsten? Er aber sprach: Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose und sprach: Wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und es kam vor den Pharao und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Median auf und er setzte sich an einen Brunnen. Er hatte großes Interesse, seinem Volk zu helfen, aber er tat es aus eigener Kraft. Wie oft haben wir vielleicht vor, etwas für Gottes Volk zu tun, aber wir tun es aus eigener Kraft und vielleicht entschuldigen wir auch Sünden dabei und scheitern dann ganz dramatisch, so wie Mose. Er hatte noch viel zu lernen und so haben wir noch viel zu lernen. Aber der Priester in Midian hatte sieben Töchter, die kamen, um Wasser zu schöpfen und füllten die Tränkerinnen, um die Schafe ihres Vaters zu tränken. Da kamen Hirten und jagten sie fort, aber Mose erhob sich und kam ihnen zu Hilfe und tränkte ihre Schafe. Man erinnert sich so ein bisschen an die Geschichte auch mit Jakob und Rahel. Und als sie zu ihrem Vater Reguel kamen, sprach er, warum seid ihr heute so bald wiedergekommen? Sie sprachen, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten gerettet und er schöpfte uns auch Wasser genug und tränkte die Schafe. Er sprach zu seinen Töchtern: Und wo ist er? Warum habt ihr den Mann dort gelassen? Ruft ihn her, dass er mit uns Brot isst. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, zeig uns, dass das, was wir im Alltag tun, in unseren Familien, vielleicht als Eltern oder in welcher Form auch immer, dass es von dir reich gesegnet werden kann. So wie du das Werk von Jochebet über alle Maßen gesegnet hast, das bitten wir im Namen Jesu.